Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire Storm Reign of Blood. Immer noch in der Pyramide des Pharaos. Wenn mich nicht alles täuscht, heißt er Pharao Ustra übrigens, mal so by the way. Und ich freue mich immer noch, dass wir letztes Part den Sandwurm erstmal besiegt haben. Oh, dieses Gefühl, dieses Glücksgefühl. Ich habe gerade mit meinem Freund darüber geredet und der war erstmal so voll überrascht, so, was denn? Chaos, das mit den Statuseffekten, das läuft bei dem Sandwurm. Und ich so, ja. Also, dann ist der ja mega pipi einfach. Ich dachte, der wäre dagegen immun. Ich so, nö. Ich habe ihn damit einfach nur fertig gemacht. Und der so, ey, versuch das mal beim Endgegner. Ich so, hab ich vor. Deswegen, yay. So, hat mir schon mal Zettel und Stift bereitgelegt, weil ja jetzt der große Spaß kommt, wieder den Weg durch ein unsichtbares Labyrinth zu finden. Ich finde, der Weg dürfte eigentlich nicht allzu weit sein, aber das ist garantiert wieder ein Umweg, deswegen schauen wir mal. Ich glaube, hier war das, ne? Eins. Nein, okay, es war hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Das ist schon wieder so, ne? Egal. Also. Vier links. Laptop war auch so schwer zu atmen, so schlimm ist diese Leistung gerade nicht über Überlebens. Also. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okay. 2 oben. Das ist immer so ein Spaß, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. 3. Okay. 3 rechts. Bin ich jetzt doch schon da? Garantiert nicht. 1, 2, 3. Ja, wäre zu schön gewesen. So, 2 oben. So, auf jeden Fall scheint es zu gehen. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Dann. 1, 2. 1. Was? Oh. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Ich darf so weit nicht gehen. Scheiße. Dann mache ich daraus direkt mal eine 1. Wer weiß, wo ich hin muss. Scheiße, sowas ist doof. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Kampf. War ja klar, dass jetzt bald ein Kampf kommen muss. Hattest du gerade überhaupt nicht so auf dem Schirm. Brav. Au. Das lähmt den direkt. Das ist scheiße. Gut, dass du ihn sofort gekillt hast, Elaine. Dankeschön. Das ist ja mal scheiße. Jetzt bist du schon nicht mehr gelähmt, das ist gut. Alter, das ist jetzt hart gewesen. Eins. Eins. Was? Wo soll ich denn sonst bitte schön hin? Oder ist ein geheimer Weg? Das ist ja jetzt mega arschig. Nee, hier ist überhaupt nichts. Eins, zwei, drei. Wie weit bin ich jetzt gelaufen? 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1. Scheiße, hier kann ich auch lang. Hier sind mehrere Wege und irgendeiner davon ist richtig. Ich dachte, mein Zettel würde ausreichen, aber ich brauche wohl noch mehr. Das waren, glaube ich, jetzt zwei Schritte, oder? 1, 2, ja. 1, 2, 3. Warte mal, so weit blieb es doch gleich. Zwei links wieder. Ach, das ist so unfair, mal ganz ehrlich.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3. Kann ich nicht einfach durchlaufen, mal ganz ehrlich, ich will das nicht. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, hier mal versuchen zum Beispiel, was, wenn ich hier nach rechts gehe, okay, das ist definitiv falsch, 1, 2, 3, 4, oh, das sind viele, kann ich euch nicht alle direkt vernichten? Kein Bock auf euch. Ich hätte Lichtexplosion ausprobieren können. Jetzt weicht er auch noch raus. Scheiße. Greif einfach an. Mach die einfach schnell fertig. Elaine, ich habe deinen Angriff gesteigert. Wieso bist du immer noch so schwach? Ich habe dreimal deine Stärke gesteigert. Und jetzt das. Alter, was ist denn hier gerade kaputt? Greift an! Au! Ich hätte ihn doch befreien sollen davon. Na, endlich stirbt er mal. Ist ja schlimm. Aber ich habe halt Angst, wenn ich, weißt du, wenn ich ihn jetzt davon befreie, dann macht die eh wieder nur, Konfusion. Alter, jetzt hör mal auf, Elaine zu verkloppen, Mano. Okay, komm, befreie ihn. Das nervt mich langsam hier. Ich wollte dich vorher davon befreien, du Arsch. Danke. Hätten wir jetzt auch sparen können, dementsprechend eigentlich nur. Egal. Egal, egal, egal. Ich mag diesen Weg echt nicht, wisst ihr das? Eins, zwei. Vor allem, wenn du nicht stehen bleibst, Hilfe. Eins, zwei, eins, zwei, eins. Was? Das ist auch falsch. Wo soll ich denn lang? Ernsthaft, Leute, ne? Wo soll ich denn hier bitte schön lang? Was soll diese Scheiße? Ich mag sowas nicht. Wisst ihr, ich habe kein Problem damit, wenn ein unsichtbares Labyrinth da ist. Aber das ist arschig. Das ist richtig arschig. Weil ich habe ja gar keine andere Möglichkeit, irgendwo noch lang zu gehen. Mal ganz ehrlich nicht. Alter. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Jetzt gehe ich nochmal hier lang. Obwohl, nein, nicht hier lang, sondern hier vielleicht. 1. Ach, das geht nicht. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. 1. Hä? Ach, scheiße. Aber da ist kein weiterer Weg. Hier ist kein Weg. Es gibt ihn nicht. Ich sehe mal nur drei Schritte. Was ist denn hier oben? Nichts. Okay, eins, zwei. Hier? Nein, auch nicht. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Rein theoretisch müsste ich mir das aufmalen. Und das dann so dementsprechend markieren, wo überall ich lang kann und wo nicht. Ich glaube, das mache ich jetzt auch, ehrlich gesagt. Ich habe hier keinen Bock mehr. Das erfordert jetzt wirklich noch mehr nachdenken als sonst ohnehin schon. Aber jetzt hat das relativ voll. Kann ich hier nicht noch irgendwo Schmierpapier rumfliegen? Wo kommen die Krümmen hierher? Was habe ich denn hier drauf geschrieben? Ich sollte schon eigentlich Karo-Papier benutzen und nicht so ein weißes Papier. Das ist sonst unpraktisch. Ja, ich habe hier gerade leichte Probleme. Moment. So viel zum Thema, ja, ich bin Bürokauffrau, genau. Super. Aber hier habe ich gar kein weiteres... Nee, habe ich auch nicht. Andererseits... Hier oben könnte ich das ja ganz klein sonst aufmalen. Das ist klar. Warte mal. Oder ist hier nicht sogar noch Platz? Nee, das ist total voll. Okay, warte mal.
Ich mache das jetzt wirklich pro Kästchen. Also ganz, ganz klein. So, das sind ja jetzt hier... Nee, drei, ne? Eins. Zwei, drei, vier. Fünf, sechs. Sieben, acht. Scheiße. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, okay. Passt das wirklich? Sind sogar neun, glaube ich. Ich hoffe es mal. So, schreibe ich mal hier Start machen. So. Start, genau, nee, Start. So. Wie viel nach oben? 1, 2, 3, 4, genau. 1, 2. Jetzt muss ich auch erstmal vernünftig gucken. Ah, Alter. Aber der nimmt doch immer 4 ein. Ja klar, nimmt der 4 immer ein. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, das sind 8. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Scheiße, ich habe so weit oben schon angefangen. Egal! Mache ich halt da das nicht und dann, dann ist hier ja dann da die Wand. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Stimmt, da oben sind auch nur zwei Möglichkeiten, da oben rauszukommen. Alter, ist das scheiße. Ganz ehrlich, das ist richtig, richtig scheiße. Ist hier gerade ein Tier drüber gelaufen, oder habe ich hier irgendwie gerade Licht reflektiert? Das war gerade eklig. Und sah gruselig aus. Okay. Ah, es ist Lichtreflektion, okay. Gut. Also. Hier kann ich nicht lang. Hier kann ich nicht lang. Hier kann ich auch nicht lang. Habe ich ja schon ausprobiert. Ich probiere jetzt mal wirklich hier alles aus. Ganz normal der. Ganz der. Da ist noch eine Reihe, die ich nicht gesehen habe. What the fuck? Also hier kann ich nicht lang. Genau. Habe ich mir richtig aufgemalt. So. Jetzt würde ich der Reihe nach. Eins, zwei, drei. Das dritte kann ich auch nicht. Die markiere ich jetzt alle mit einem X. 1, 2, 3, 4. Und wenn ich hier nach unten gehe. Zwei, drei, vier, fünf. Das ist ja auch noch fies, dass ich da unten sogar noch lang kann. Geheime Reihe hier, ey. Füge ich jetzt mal hinzu. Okay. 1, 2, 3, 4. Nehme ich mal die untere Reihe, ne? 1, 2, 3, 4. Nee, kann ich noch einen weiter. 5. Ich habe hier total einen Käse gemalt gefühlt. Scheiße. Egal. Nee, das ist eigentlich nicht egal. Ah! Hilfe! Ich mach das, glaube ich, gleich nochmal neu. 1, 2. Das waren, glaube ich, zwei Schritte jetzt, ne? 3, 4, 5.
glaube, das sind immer vier, weißt du das? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ne, waren doch dann 4, dementsprechend ist richtig. 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins. Das geht aber auch nicht. Hä? What the fuck? Warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Kann ich den Schalter nicht irgendwie aktivieren? Hilfe! Eins, zwei, drei, vier. Eins. Das ist echt scheiße einfach nur. Leute, ich glaube, das ist total langweilig für euch, deswegen ich mache hier jetzt erstmal einen Cut und ich mache das jetzt erstmal so für mich und ihr müsst es ja hier nicht mit ansehen, das geht. Und ich versuche das irgendwie herauszufinden, hier den Weg und dann, ja, sehen wir so den nächsten Part wieder. Dann habe ich hoffentlich den Weg gefunden, beziehungsweise finde ihn dann mit euch gemeinsam, weil nur noch eine Möglichkeit hinter übrig bleibt oder sowas in der Art, ne? Ich muss hier erstmal auch klarkommen. Das ist das beschissenste Rätsel bisher im ganzen Spiel. Ich mag ja knifflige Herausforderungen und sowas, gerade natürlich, wenn es auch wirklich darum geht, ja, hey, wir sind hier in Ägypten und so, in einem Grab praktisch, in der Pyramide, bla bla, habe ich überhaupt nichts gegen. Aber so, wie das hier gemacht wurde, ist es einfach nur wirklich scheiße. Deswegen, sorry Leute, der Part war garantiert jetzt nicht so amüsant für euch und nicht so spannend, aber ich denke mal, ihr habt auch Verständnis halt, wie arschig das Ganze ist. Ich quäle mich noch ein bisschen hier damit herum und sonst gucke ich es nur auch später einfach im Internet nach, ne? Also, aber ich versuche das erstmal selber herauszufinden jetzt wirklich, deswegen mal schauen. Ich werde euch ja im nächsten Part sagen, ob ich nachgucken musste oder ob ich es irgendwie alleine noch rausgefunden habe, mich da durchzuwurschteln, sag ich mal. Ja, deswegen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und lasst mir einen Daumen nach oben, um mich zu motivieren. Nicht, weil es euch gefallen hat, das hat garantiert nicht. Aber okay, motiviert mich einfach, okay? Alter, ist das arschig. Das ist echt einfach nur arschig. Wie gut, dass ich noch darüber lachen kann, dass ich so einen großen Humor, sag ich mal, habe und irgendwie so ein Durchhaltevermögen. Kyodai, gib mir Kraft. Möge Kyodai mit mir sein. Ja, aber das ist er ja auch zum Glück, das weiß ich ja. Alter. Ja. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem wenigstens ein bisschen Spaß mit dem Part und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder auch richtig weitergeht, weil ich bin gespannt, was uns noch alles erwartet und ich hoffe, es wird nichts mehr so scheiße sein wie das. Drückt mir die Daumen, dass das so sein wird und bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Eure Vampi. Ciao.